Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Schaut mal selbst, da war ein Kamba. Habe ich mitgenommen aus dem Kaufland. Ja, war sogar im Angebot gewesen. Untergesetzt von 1,99 auf 99 Cent. Habe ich sofort gesagt, klar, das packst mit ein in den Einkaufswagen. Um welches Kamba handelt es sich? Um ein Pale Ale. Okay, ist schon ein bisschen länger her, ne, wo wir das letzte Pale Ale getrunken haben. Dementsprechend Bock habe ich auch drauf. Ja, Dry Hop Pale Ale. Kamba aus Bayern. Ja, ist ein Handwerk, ist klar, Brauereihandwerk. 5,3% Umdrehungen haben wir drin. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Und ja, was können wir noch sagen? Wie viel Grad Plato? 12,1. IBU 31 steht hier noch. Naja, und Alkohol 5,3 habe ich ja schon genannt. Ja, Kamba ist sehr beliebt. Ich weiß, steht sogar schon ein paar Mal auf der Wunschliste drauf, was ihr euch als Zuschauerwünsche geäußert habt. Und ihr seht, ich bin jetzt nach und nach dabei, wieder mal Zuschauerwünsche zu erfüllen. Ich halte es mal rein, so schaut es aus. Und somit können wir mal wieder beginnen. Wir haben natürlich Bierdurst und joa, das lassen wir uns jetzt mal nicht entgehen. Und dann schauen wir mal, wie es schmecken tut. Also, erstmal hier die Kapsel Kamba. Die ist natürlich bedruckt. Also vorweg, was erwarte ich? Ich erwarte was Kräftiges, was Fruchtiges, was Tropisches. Ne? Schon sehr fruchtlastig und herb. Das ist, was ich erwarte bei diesem Bierstil. Mal gucken. Ich glaube, es ist das erste Kamba übrigens, was ich überhaupt trinke. Wir schauen mal kurz nach. Entspannungsverdampfung, ja, kommt nur minimal raus. Okay, lassen wir mal laufen. Ja, ich gebe mal ein bisschen gröber oder ruppiger tatsächlich ein und dann schauen wir mal, was wir da haben. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, außer du siehst schon mal ganz anständig aus. 1, 2 Fingerbreite Blume beim, ja, leicht ruppigem Einschank, aber das ist bei der Höhe noch okay gewesen. Von der Farbe der Blume würde ich sagen, haben wir es hier mit einem schönen Weiß zu tun. Kleinere Luftbläschenkonzentration ist drauf, die zerplatzen, die begrüßen einen. Kraterbildung bleibt komplett aus und wenn wir hier mal kurz schwenken tun, ja, das bleibt auch ordentlich an der Glaswand haften. Logischerweise, was sage ich dann immer, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen im Glas stehen bleiben. Schaut selbst. Na, das sieht doch ordentlich aus. Steht sehr stabil im Glas. So, dann haben wir es auf jeden Fall mit einem trüben Bier zu tun, was ich aber auch hier erwarten tue tatsächlich. Ich schaue gerade mal nach. Nee, ist soweit okay. Also mit einem trüben Bier zu tun und ja, ich sage ja immer, okay, halb filtriert. Ne? Sag ich ja dann immer, weil so ein bisschen durchgucken kann man noch, aber ist okay. Hat eine dementsprechende Tiefe, richtig schön tief, sieht saftig aus, so soll es dann auch tatsächlich sein. Von der Farbe her ein richtig schönes, dunkles, kräftiges Gelb. Ja, schönes, kräftiges Gelb, was einem hier so entgegenspringt, finde ich gut. Schwebeteilchen entdecke ich jetzt persönlich nichts und Karbonisierung ist schon im überdurchschnittlichen Bereich. Das heißt, es hat eine ordentliche Perlung und sieht von der Optik dementsprechend spritzig aus. Alles im Allen muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Optik, mit der Ästhetik. Dieses Bier hier, so wie es da jetzt steht, macht mir Appetit. Wenn der Wirt mir das so hinstellt, sage ich, komm, lass stehen da, zapf schon mal das nächste. Dementsprechend möchte ich es auch bewerten. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann wollen wir mal schauen, wonach es duften tut. Oh, Leute, da ist er wieder, der Multivitaminsaft. Ne? Schön aus der tropischen Küche und gleich ab ins Glas dann. Ne? Das kennen wir bei einem Pale Ale. Das ist ja wieder so Früchte Paradise, ne? Ja, das ist ein Bouquet, Freunde, das natürlich ganz klassisch daherkommt, ne? Ja, schon ein bisschen Weile her, wo ich letzte Mal das geschnuppert hatte. Das riecht immer sehr lecker. Ja, sehr milder Malzkörper, intensive Fruchtnuancen, die da nach vorne kommen. Ja, das steigt da richtig in die Nasenflügel auf, du. Und ein bisschen von der Hopfung, da merkt man auch noch. Begrüßt einen also sehr selbstbewusst. Aber das erwarte ich auch. Und nur Freunde, der Antrunk kommt jetzt. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Soll gut sein. Mal schauen.
Freunde, da muss man Bock drauf haben, ne, auf sowas. Da muss man Bock drauf haben. Aber der Reihe nach, fangen wir mal an. Der Antrunk, unglaublich erfrischend, Leute. Der erfrischt einen jetzt richtig. Der gesamte Mundraum ist erfrischt. Richtig schön stabil steht das Bier auch im Mundraum. Zunge, Backen, Innenwände, alles komplett benetzt. Breitet sich richtig schön aus, ohne aber zu ruppig daherzukommen. Es ist ein dynamisches Bier, zweifelsfrei. Es ist von den Eigenschaften her sehr dynamisch, hat einen guten Zug drauf, will getrunken werden, aber hat auch dadurch, dass die ja, Aromen so selbstbewusst sind, natürlich auch einiges noch zu bieten, sage ich mal, sodass da nichts verloren geht, wenn man es zu schnell trinkt, tatsächlich. Aromen, guter Stichpunktgeber. Fangen wir mal an. Wie sieht's aus? Malzkörper, ganz klar, nimmst du wahr, ne? Der ist schon ordentlich getreidig, ist jetzt aber natürlich jetzt nicht die Priorität, die da, sage ich jetzt mal, in diesem Bierstil tatsächlich vorherrscht, weil der Getreidekörper da eher dann doch sekundär wirkt. Aber er ist noch wahrnehmbar, finde ich ganz gut. Sprich, ein bisschen noch Getreide, so, ja, schmeckt man raus auf der Zunge. Bisschen Lieblichkeit wird damit vermittelt. Finde ich soweit eigentlich ganz angenehm. Was man sofort merken wird, ist auch tatsächlich diese Fruchtigkeit, die dann in eine Herbe übergeht. Und da wissen wir schon, ja, das können wir auch blind verkosten. Klar, da hast du es mit einem Pale Ale zu tun. Das heißt also von der Seite aus schon mal alles richtig gemacht. Fazit, ja, da ganz klar, der Antrunk, der macht Bock auf mehr. Die Mundhöhle ist wunderbar auf das Bier jetzt vorbereitet und da will man einfach mehr trinken. Das macht Spaß. Also, cheers, auf ein neues. Ja. Ja, aus dem Malzkörper hinaus geht es natürlich in die Fruchtigkeit rein. Hier, ja, wird es jetzt schwierig, weil wo soll ich mich da entscheiden, wo soll ich anfangen? Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Denn es ist tatsächlich eine Fruchtbombe, sage ich mal. Da wo wirklich so viele unterschiedliche Früchte. Ich könnte jetzt Mango aufzählen, Maracuja, Litschi, Pfirsich, Zitrus, irgendwas Zitroniges, ja, da kannst du auch noch mit aufzählen. Also da ist eine ganze Menge bei, die sowohl eine gewisse Säure wie aber auch eine Süße, sprich Lieblichkeit mit nach vorne bringt, was aber wirklich sehr, sehr fein abgestimmt ist. Das finde ich auch super, das ist gut gelöst. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass der Hopfen jetzt hier bei einem Pale Ale nicht ganz so zur Geltung kommt. Ich kann daran liegen, dass jetzt die Trinktemperatur tatsächlich ein bisschen kühler ist. Weiß ich nicht. Also wir hatten schon mal Kandidaten gehabt, da war es hinten raus definitiv ein bisschen hopfiger. Da war es so ein bisschen herber, da hat man noch so schön so ein bisschen, eine, ja durchaus auch eine Vanillenote oder so, da eine zusätzliche Zitrusnote vom Hopfen gehabt, ne? Eine gewisse Floralität vielleicht sogar. Die vermisse ich jetzt hier gerade so ein bisschen. Das heißt also auch hier ist der Fokus ganz klar bei diesen fruchtigen Nuancen gegeben, aber halt so dieses typisch, ja, herbe, was man vom Hopfen erkennt, so diese Strenge, diese Dominanz am Abgang, so die auch sich schön nach unten noch zieht und einen Nachhall bereithält, ne, wenn sich das dann alles mit der Speichelneuproduktion verbindet. Das bleibt hier so ein bisschen aus, was ich dann ein bisschen schade finde. Ne? Oh ja, gut. Hefe müssen wir auf jeden Fall auch noch nennen. Was ich hier sehr schön finde, dass sich auch die Hefe einzeln zeigt. Das heißt, die ist nicht irgendwie überlappend oder parallel, gar parallel zu einem anderen Aroma, sondern auch das hier, das breitet sich richtig schön flächig aus und ist definitiv einzeln wahrnehmbar, was mir auch sehr gut gefällt. Mhm. Die riechst du übrigens auch ein bisschen raus, finde ich. Macht die ganze Sache stimmig. Ja, die bringt sogar noch ein bisschen Lieblichkeit mit von der Hefe. Ne? So kommt durchaus noch ein bisschen Lieblichkeit so mit nach vorne. Mhm. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Macht Bock auf mehr, ne? Also insgesamt, fassen wir mal zusammen. Ja, können wir zusammenfassen. Also, das Kamba Pale Ale. Qualitativ hochwertig, können wir sagen, da ist jetzt nichts zu kritisieren. Das schmeckt alles richtig frisch, das schmeckt alles so richtig hochwertig irgendwie. Ich denke auch für 1,99, was es da mal gekostet hätte, wäre das definitiv ein Kandidat. Ja, den kann man sich so schön als Bierspezialität mit in den Einkaufswagen packen, da wird man nichts falsch machen. So viel können wir auf jeden Fall schon mal objektiv festhalten.
Jetzt ist die Frage, was ist das Besondere an diesem Bier? Ganz klar, hier auf dem Biersüffler würde ich davon ausgehen und ja doch, das würde ich tatsächlich auch so dann jetzt hier vermarkten wollen, dass ich sage, das ist ein einsteigerfreundliches Pale Ale. Also jeder, der noch nie so wirklich seinen Horizont im Bierhorizont erweitert hat, der immer nur bei seinen Supermarktbieren ist, Industriestandard, ja, hier so die ganze Reihe dadurch, ja, Warsteiner oder so, die immer nur Pilzbier oder Export trinken und die sich noch nie an eine Pale Ale rangetraut haben, dann sage ich immer, hier ist eine Empfehlung, so ein Kamba könnt ihr euch da mal durchaus mal gönnen. Das ist ein sehr einsteigerfreundliches Bier, eben aus der Tatsache heraus, dass sich hier die Nuancen, die feineren Nuancen, nicht so weit hier nach hinten verstecken, dass man da einen ausgebildeten Gaumen für braucht, sondern eigentlich eine recht klare Haltung einnehmen. Die präsentieren sich recht klar. Und dadurch wird man es auch als Einsteiger recht einfach haben, so diese einzelnen Aromen, die da drin stecken, auseinander zu klabüsern. Weil man wird hier ganz klar den Malzkörper, der ein bisschen getreidig schmeckt, herausschmecken. Man wird diese unglaubliche Fruchtkomponente da rausschmecken können. Das ist einfach was Maracuja, Litschi, Pfirsich, so dieses Typische, was man halt so von dem Pale Ale kennt. Das wird man auf jeden Fall ja, deutlich wahrnehmen. Eine leichte Hopfung, die kommt hier leider nicht ganz so zum Vorschein, aber ein bisschen kann man schon was wahrnehmen, so ein bisschen eine gewisse Herbe. Hefe wird man auch wahrnehmen können, ganz klar, zweifelsfrei. Und alles im Allen ist das hier sehr, sehr fein abgestimmt. Also sehr, sehr einsteigerfreundlich, grundauf solide, ehrlich, finde ich gut. Herausragend jetzt für einen Biertester oder sage ich jetzt immer für jemanden, der ein Bierliebhaber ist, ein Hedonist, ja, für den ist das wahrscheinlich, wo ich sage, naja, da fehlt mir doch schon noch so die ein oder andere Spitze halt drin, wo ich sage, Mann, das hat jetzt aber einen Wiedererkennungswert, das würdest du sofort wieder rausschmecken. Das wird ein bisschen schwierig, weil ich denke, da hat man jetzt auch, wie gesagt, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen nach dem Schema F, aber so, das ist schon, es ist nicht wirklich von der Spitze beseelt. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da habe. Kann auch daran liegen, dass ich nicht gut genug ausgebildet bin, um diese Spitze herauszuschmecken. Kann ich immer zur Rechtfertigung sagen, nicht wahr? Also in dem Sinne, ne? Ja, müssen wir noch bewerten, ne? Ich mag diesen Bierstil sehr. Also Pale Ale macht mir auf jeden Fall immer eine Freude mit. Ja, Freunde, können wir sehr gut bewerten. Also, das ist ein... Ich muss immer sagen, objektiv, ja... Komm, objektiv würde ich 4 von 5 Punkte geben. Wir wissen aber selber, Biersüffler macht immer subjektiv, ne? Aus diesem Grund ganz klar, mir hat es sehr gut geschmeckt. Auch wenn es dann noch ein paar kleinere, fehlende Spitzen sind. Deswegen gibt es auch keine Krone-Bewertung, aber locker 5 von 5, / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Ja, und damit sind wir fertig mit diesem Biertest. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, nicht wahr? Und dann sehen wir uns beim nächsten Biertest nämlich wieder. Bis dahin, verliert euren guten Biergeschmack nicht. Ciao, euer Biersüffler.